Ja, willkommen zurück zu Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ich war überrascht, dass wir überhaupt eine Prüfung geschafft haben. Ich bin gespannt, wie die weiteren laufen werden. Wie gesagt, meine Intention ist jetzt nicht unbedingt, die zu schaffen. Man kriegt jetzt nicht mehr Erfahrungspunkte dafür, das ist richtig dumm. Ich will dann eventuell jetzt nochmal jemanden umbauen. Vielleicht gibt es die letzten Erfahrungspunkte im DST. Keine Ahnung, wie das DST mit dem Hauptspiel zusammenhängt, aber gut. Wir werden es sehen. Hier ist die Aufgabe. Das ist echt dumm. Und wir waren auf jede Farbe. Einmal. Cool. Also denk mal, wie gesagt, von Nebenmissionstyps wird es wahrscheinlich eine geben, es haben halt, besiege alle Gegner. Ich will nur ein bisschen, mal gucken. Ist sogar die zweite, ergibt Sinn, dass es die zweite ist. Ja. Was ist das dran? Hm. 30 Gegner an 20 Zügen. Das ist, hatten wir schon mal ähnlich. Oh, hi. Ja, Bowser. 30 Gegner und 20 Zügen. Ja, wir probieren es auch nur einmal, wenn es dann nicht klappt. Garten-Sigi. Vielleicht kommen jetzt alle Gegner. So, B-Sigi. Lava-Sigi. Sieht so aus, ne? Als würden jetzt alle Gegner kommen. Mal gucken. Oh. Ich will auf jeden Fall Bomben reinwerfen. Auto ist ganz gut. Ich will einfach mal mit einem anderen Team ran. Also ich finde halt, wie gesagt, so Auto mal wieder mit Luigi. Da kann ich Peach nicht reinholen. Stimmt. Wollen wir jetzt Peach haben wegen Granaten und so. Ich nehme den hier. Rakete, Auto. Auto und Heilung. Ja, hier komm, ich mach mal das hier. Und dann gucken wir noch mal kurz bei Luigi rein. Der hat nicht so viel Nahkampf schon. Ich weiß nicht, wen ich haben will. Ist du eine Vorliebe gerade? Oder halt einen sinnvollen Vorschlag? Habe ich doch nie. Natürlich. Wir müssen uns heilen können. Ja. Ich meine, eigentlich ist es ja fast das gleiche wie vorhin. Also vielleicht wieder das Team, das war ja... Was hatten wir denn gerade für ein Team? Wir haben mit Yoshi, ne? Der überall reinspringen kann. Ja, Yoshi. Ja, gerade eben. Also ich meine vorhin halt. Ach so. Wo wir auch die 30 Gegner hatten. Da ja, aber ich weiß nicht, wie oft wir zum Dashen kommen. Deswegen. Das weiß ich auch nicht. Aber ja, das ist halt die beste Heilerin. Peach ist dadurch raus. Und weißt du, wenn wir mit der Helden sind? Über Luigi hier. Ich hab schon Bock auf Luigi. Komm, ich mach jetzt Luigi, so. Okay. Also genau das, was ich gerade eben auch schon ausgewählt habe, was hat mir genau Dashen war bei Luigi das Problem. Warte kurz mal zurücksetzen. Nur diese Anmerzung. Mhm. Ich brauche Heilung. Also Energie. Das, was du jetzt zurückgesetzt hast, dafür hast du nicht gekauft. Oh, was denn? Ah. Guter Punkt. Genau das. Ja, Bewegung. Ja, Eisenblick auf jeden Fall, Multi-Eisenblick und Eisenblick-Schaden auf jeden Fall aufs Maximum. Eisenblick-Cooldown definitiv runter. Mega Leichtfuß. Mega. Leichtfuß-Cooldown. Generell laufen können, glaube ich, ganz gut. 170 Punkte habe ich jetzt noch. Von oben mehr Schaden. Ich habe oben, da war ja nicht so viel oben. Also ein bisschen schon, weil. Ein bisschen oben. Mega Leichtfuß. Ich habe so weit laufen müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht können. Leichtfuß, Cooldown. Machen wir mehr laufen können. Oder auch häufiger anwenden können. Ich sag mal, häufiger anwenden können ist eigentlich schon sinnvoller. Ja, komm, Maris. Hm. Ja, und oben. Ja, Röhrenausgang. Ja, den Röhrenausgang brauchen wir jetzt echt nicht. Wirkungsradius von Leichtfuß. Und Röhrenausgang. Ne, komm, Röhrenausgang. Ist egal. So. Guck mal kurz, ob die Waffen haben. Irgendwas Neues bekommen haben. Ne, Mario nicht.
Aber hier hatte, glaube ich, dann schon was Neues. Oh, guck mal hier, 2050, das kaufen wir doch direkt. Mhm. Gepeach hat nichts Neues. Und Luigi. Wir können auf Sprung gehen. Ich glaube, wir gehen auf Sprung. Ne, ich kaufe keine neue Waffe. So. Ah, hier, Rabbit. Dings hat eine neue Waffe bekommen. Ja, gönne ich ihm halt einfach mal. Direkt. Jo. So viele Waffen sind es auch gar nicht. Okay, ab in den Kampf, Leute, ab in den Kampf. Oh oh. Oh, die fangen an. Ja. Naja. Gegner fangen an, ist auch neu. Das Auto, guck mal, das Auto kann nicht runterspringen. Dumm. Ja, okay, Geist sind auch so eine Sache. Ja, kein Bock. Der schickt halt erst ein Auto rein in die Gegnermengen. So, treffe ich sogar das Auto. Mach ich doch mal sehr gerne. Ja, stimmt, es wird auch direkt getriggert. Ich hoffe, das Auto wird nicht zerstört. So. Netter Versuch. Was kommt denn hier raus? Lava-Grobian, also 4 Grobian. Guck mal, jetzt kommen also alle Gegner. Eieiei. Ist noch irgendwas gespawnt? Ah, hier noch was. Was kommt hier? Die Hopster. Okay. Also, jetzt kommen 4 Grobian und 4 Hopster in der nächsten Runde raus. Komm, Mario, push mal alle. Mario Time. Juhu. Die Luigi schicken Auto hoch. Ich möchte den Auto hochschicken, verdammt nochmal. Wenn halt nicht. Amo-Wiener. Ich bin die Wiener. Komm dann. In ein Wiener Würstchen. Sniper auf den. Er sollte schon das Auto töten, weil sonst wird Heldenlicht verschwendet. Hm. Also ich kann nur einmal hauen, ja, dann hauen die den anderen. Dann ist der auf jeden Fall tot. Wir können uns da verstecken. Also. Vielleicht wirklich gar nicht so verkehrt, mal Bowser Jr. relativ schnell fertig zu machen. Mhm. Hätte ich Frage, ob man ihn braucht, eventuell. Ja, sinnvoll. Da steht dann einfach hier hin. Dip, 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 dip. Oh, oh fuck, hoffentlich kann ich mal wieder hinlaufen. Danke. Uiuiui. Warum nicht? Komm, die können die Gegner nicht hinlaufen. Das ist wahr. Ja, der Hammer ist auf jeden Fall geil. Können wir dann vielleicht noch gleich nutzen. Okay, das Auto wird zu uns kommen, aber es kann nicht zu uns durch. Das ist eigentlich ganz gut, aber das Auto muss halt auch irgendwann weg. Aber gut. Na, was willst du machen, Idiot? Freu doch. Kleiner Kobold Junior. Komm, Schild. Kobold Junior. Die Geister spawnen letztendlich neu um, ja genau. 8 neue Gegner. Oh, das Auto kann noch runter. Ah, Wäre schön, wenn Luigi vielleicht noch schießen würde, aber ich glaube dafür sind die alles zu weit weg. Aber die Grobian, die würde dann schießen. Aber dann wäre vielleicht doch hier ein Dasher ganz gut, aber hätte man nicht wissen können, wie das dann alles abläuft. Luigi? Ist kein Bock. Ah nee, ich hab ja gar nichts aktiviert, ich hab ja Laufen aktiviert. Ja, dann aktivierst du das.
Jetzt auf jeden Fall. Na, weg mit denen. Pennern. Ja, stell ich mal hier hin. Mann. Ja, ist halt ein bisschen gefährlich. Ja, komm. Der braucht auf jeden Fall danach eine Heilung. Oh, Hammer, Hammer. Ja, kann ich sogar den anderen ein bisschen treffen. Ja, okay. Vom anderen Ende der Map. Guck mal hier. Das hat Bowser Jr. ab, warum auch immer. Und schießen die alle auf ihn. Ja, geil. Reicht das? Ich glaube nicht, aber. Ah, super! Das ist einfach schön. So, können wir jetzt ja. Nein, noch weggehauen, den Penner. Den einmal dashen. Oh, so funktioniert das hier. Oh. Kommt nur mit Sprüngen hoch, wa? Ja, wo kann ich denn springen? Gar nicht. Mario, wo runterkommen? Kann ich da? Also den auf jeden Fall. Kann. Oder mit Geistern. So, ich stell mich hier hin. Da kann ich eben auf den Hopster schießen. Es sind auch auf jeden Fall noch keine neuen Gegner aus dem Boden gekommen. Das ist eigentlich gut. Ja, komm, töten. Sehr gut. Weggerollt. Geil. Alter, jetzt will er Luigi oben haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aus Gründen, weil er ja so ein Sniper ist. Oh. Ah. Er konnte nicht zuhauen, weil er Tinte hat, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie man meinen Stein benutzt. Mein Hinkelstein. Okay, wo ist Luigi? Der ist in der Klemme. Oliver Jr. Help me, Step Luigi. Skyrim. Auf der Switch. Oh, ich kann alle dashen. Cool, mache ich doch sehr gerne. Muss deinem Step Luigi helfen? Von denen kann keiner schießen. Jetzt wäre, dass Luigi jetzt hochspringen kann. Okay, der Geist, der wirklich weg. Bringt eigentlich ganz gut. Dann komme ich im besten Fall einfach weg von den ganzen ekligen Leuten. Von den ekligen Leuten. Ja, Luigi. Eigentlich echt, ne? Der kann jetzt rausspringen, genau. Oh, komm, dash mal hier den. Ja, gehen wir hier hin. Dein Bruder. Schieß auf den, der kann ja nichts anhaben. Aber wir haben sogar getötet, sehr gut. Mit Tinte getötet. Das läuft echt gut. Ich kann auch laufen, auf jeden Fall, mit Mario. Dazu ist noch ein Gegner. Ja, komm, töte ihn erstmal. Und er gekickt. Ich mal, wenn ich hier runter gehe und dann hier durchgehe, dann könnte ich den vielleicht noch erreichen, ne? Der ist der Buhl, wenn der ist eigentlich auch egal. Ich kann mich hier hinstellen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal keine Gegner, oder? Die müssen dann erstmal wieder kommen. Und das ist eigentlich wieder gut, denke ich mal. Oh, Mario kann gar nicht mehr schießen. Oh. Ups. Stimmt. Naja, dann wetten wir. Ich wollte, fuck, ich hab nicht geheilt. Aber das kann ich gleich machen. Aber es ist trotzdem dumm gewesen, aber es wird besser. Dann lohnt sich das mehr.
Was? Steckt der Block. Was kommt da raus? Drei Gehilfen, mehr gibt's ja nicht. Und dann drei, keine Ahnung, Verteidiger. Okay. Aber jetzt haben wir wenigstens Level, wo alle Gegner kommen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Ja, Lüthi, stell dich mal da hin. Ist, glaube ich, okay. Warum kann das Auto so weit fahren? Nö. Hat auch nicht getan. Hat die Gehilfen? Ja, okay, die treffen mich. Oder so, ich gehe, komm mit der Prinzessin gleich runter. Oder kann jetzt Luigi... Ah, ich kann Luigi töten, cool. Also ich wollte halt, wie gesagt, nicht mein Auto jetzt verschwenden dafür. Nee, nee. Okay, Peach, die muss jetzt aber... Dann hast du gleich schön auf die Gehilfen. Oder so. Richtig, komm. Da kommst du mal auch hier hin und heilen. Ich will jetzt nämlich heilen. Luigi braucht keine Heilung, glaube ich. Aber nee. Mario braucht ja auf jeden Fall Peach auch. Ja, okay. Ich fände es noch nicht so notwendig, weil es sind 70%, aber hey, in zwei Zügen können wir das wieder machen. So. Wir können sogar zwei Autos schicken. Okay, mal gucken, was jetzt die ganzen Gegner machen. Vermutlich aus dem Boden erscheinen. Ah! Direkt weg. Ah, okay. Die haben klug und lassen jetzt die dummen Leute schicken. Naja, die können nichts machen, die Verteidiger, die können gerade nichts machen. Truppengehilfe weniger ist auch schon mal eine gute Sache. Okay, was kommt da jetzt raus? Direkt gucken. Zwei Gookie-Boos. Zwei Gookie-Boos und zwei Kühen. Okay, mehr gibt's ja auch nicht. Bäh. Ist er tot? Jo. Nö. Nö. Was? Hätte ich jetzt gedacht. Oh, Schild auf jeden Fall aktivieren. 4, 8, 9 Leben. Okay, Luigi, der muss runter. Kann er springen? Er kann auf Mario springen. Wenn man es tun sollte, aber ich tue es. Er kann Luigi das hier verstecken. Ich hab da den Gegner übersehen, ne? Ne, da ist keiner, oder? Hm? Ne, da war keiner, okay. Also die da hinten, die sind eh weit weg, da kannst du ein Auto hinschicken. Hoho. Gookie Boost bewegen sich halt nicht unbedingt, aber Valkyren auf jeden Fall. Treff ich den? Gott sei Dank. Und dann geht's jetzt auf Marios Heldensicht. Ja, die Buhus, die machen jetzt ein bisschen Quatsch. Machen Dinge. Klauen das Auto. Ja, die Gookie-Buhus, die. Ja. Schießen aufs Auto. Ist okay! Vielleicht ein bisschen RIP-Auto, aber ist okay. Ach, das überlebt das. Nee, das, das hat das Auto nicht überlebt. Nee, aber hat ja jemanden mitgerissen. Mhm. Das Ziel des Ganzen. Warum mit noch ein bisschen bewegen? Einfach hochgeschossen. Nochmal. Und der nächste. Guck mal, jetzt geht die anders lang. Hm. Okay, was haben wir jetzt gerade da? Hier drei Gegner. Da eine, da oben jemand, der ganz wenig Leben hat, und das war's fürs Erste. Hm. Ja, ich fange einfach einen Geist. Ich fange einfach einen Geist ein, das ist okay. Ich fange mir einen Geist ein. Ja, der Geist wird mit E-Weg teleportieren. Yahoo! Ich töte die da oben.
Ja, Eisenblick. Ich hoffe, das ist keine Verschwendung. Dann machen wir mal. Okay, Mario, der kann. Ja, der geht hier. Ich schicke erstmal Peach durch, kann Mario und Slivers nochmal auf jemanden raufspringen. Oh, ja, so. Ja. Dann kann Mario nochmal einmal dashen und einmal springen. Aber hat echt Spaß, wie gut das läuft. Bin echt erstaunt. Mhm. Das ist ja schwieriger. Ab jetzt sind die anderen beiden auch einfach schwieriger. Wir werden sehen. So, Mario, erstmal Mario reinlaufen lassen. Wobei, warte. Mario. Hey, Peach kann die, den hier töten. Dann ist der Geist auch wieder wirtlos. Den wirtlos. Okay, da ist ein Gegner, den können wir jetzt gerade nicht, um den können wir uns gerade nicht kümmern. Okay, Mario, der kann hier töten. Gut rein. Springen und hier aufspringen, den erschießen wir jetzt gleich. Kaltblütig. In den Rücken. Ja, ja, nee, also in die Seite. In die Seite, genau. Ja. In die Hüfte. Oder sind die Leute hier und gucken nicht um Tendo, weil ich mache das nicht. Weiß er nicht mehr, wie genau er das gemacht hat. Er hat halt irgendwie das nicht vollständig gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was genau das war. Jetzt waren es ja auch die DLC-Herausforderungen. Kann ja auch sein. Kann auch sein. Oder Dom Tendo kann einfach nichts. Okay, die Hellensicht, die reicht natürlich für den Gegner, der da unten ist. Weil sonst wäre es halt wirklich Verschwendung, dass ich Luigi das gerade aktiviert habe. Muss kommen. Oh, Luigi! Okay, das war auf jeden Fall eine Verschwendung, das einzulösen, aber gut. Ah, guck mal, die dreisten drei kommen wieder. Die dreisten drei. Ziemlich dreist, das weiß. Ja, Luigi, kann Peach feilen? Kann sie. Aber ich will auch die Valkyrie. Ah, ich kann dann hier durch den Tunnel fallen. Aber ich kann das Audio durchschicken, das kann ich machen. Wow. Wow, du Mine. Oh, ich kann den Gegner nicht angreifen. Meine Güte, das ist ein dummes Spiel. Komm, heilen. Aber wir sind zugtechnisch immer noch gut dran. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. So. Ah, freust du dich schon auf Wario und Waluigi am Ende. Ja, sind ja da. Zum 37. Mal. Ach ja, da oben sind sie schon, okay. Ich gar nicht. Ich habe nur auf die Ohren geachtet. Die dreisten drei. Waren das schon die letzten? Nee, fehlten noch. Bowser Jr. die anderen noch. Und die Zwischenbosse hatten wir noch nicht. Aber wahrscheinlich. Ja, die könnten noch kommen, die Zwischenbosse. Komm bitte töten. Dankeschön. Aber ja, die Zwischenbosse, die können kommen. Jetzt haben wir da drei und dann noch vier Zwischenbosse. Ja, das sind ja vier. Also, wir hatten ja Sandy und Blitzy da. Sandy und Icy. Und dann halt Calavero und die Piranha-Pflanze. Aber ja, ich kann hier mit Nano noch laufen. Lass mal. Gehen wir heute auch noch in eine Stunde in auf, denke ich, heute Abend irgendwann. Weil morgen muss ein Video kommen. Aber es wird dann kein Stuntman sein, aber gut, ist ja nur Julians Problem. Aua, das tut weh. Ey, ich guck das auch. Ich weiß. Aber ich hab jetzt erstmal Lust, will ich mal was anderes machen, kurz. Für einen Tag zumindest. Jo. Muss auch noch eins aufnehmen. Jetzt oder. Jetzt. Genau jetzt, nee. Heute oder morgen oder so. Final Fantasy 7. Handy, Remake. Battle Royale. Oh Gott. Gibt schon Scheiße. Ah, ich will es testen. Ich will mal auf dem Emulator probieren. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. So. Hat sogar ein Auto angegriffen, der Typ. Gute Kamera auch. So ganz hinten in der Ecke passiert die Action. Die sind alle, anderen sind alle oben, ne? Ja. Dann bleibt die Prinzessin einfach ein da. Ein bisschen Aua. Aber gut, kannst du auch nicht rein. Ich geb mir ein Schild. Oh, der Geist. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so am Geist langläuft, aber ist okay. Ja, auf jeden Fall das, damit er auf jeden Fall weg ist. Wah.
erfüllt. Mal gucken, wo ich hingesetzt werde. Oho! Oh no! Mario! Irgendwie so. Baron 4 will ich irgendwann mal spielen. Gutes Spiel. Heldenlicht aktivieren, lohnt sich das? Soll ich fragen, wie die sich bewegen, die Säcke? Ja, ich will eigentlich auch nicht in den Geist reinlaufen. Luigi! Kannst du auf Peach springen? Nö. Kannst du auf Mario springen? Der kann doch weit springen. Der kann doch bestimmt von Mario aus da hochspringen. Ne? Ja. Will ich das, ist die Frage. Irgendwie schon. Weil Luigi kann auch nicht mehr schießen, ne? Nee, hm. Nehmen wir Geistbonus. Geistbonus. Eine Valkyrie, ekelhaft. Komm, Mario, geh durch. Und weiß nicht, stell dich einfach hier rein. Passt schon. Weg damit. Was okay, wegen Heldensicht, denke ich mal. Und das ist nicht so cool, aber okay. Uh-oh. Also wir haben 5 Schüsse. Oh Gott. 5 Heldensichtschüsse. Der ist aussieht, Alter. Könnte sich mal jemand da bewegen, bitte? Könnt ihr euch mal bitte bewegen? Dankeschön. Aber wie gesagt, wir sind verkacken. Ich werde es nochmal machen, weil wir wissen, wie es funktioniert. Das reicht. Vielleicht mache ich es dann einfach privat nochmal. Weil wir wissen ja, wie denen ja jetzt nicht funktioniert, falls wir jetzt sterben. Aber es hat nicht aber es hat eigentlich nicht so schwierig. Nee. Meine Peach lebt noch, man kann auch Dinge tun. Mhm. Umrennen und abhauen, flüchten, zu Mario und heilen. Wobei wir auch noch einen Zug, ne? Fuck. Kannst du nicht einfach durch die Röhre und in der Röhre einfach stehen bleiben? Nee. Hahaha. Mein Peach braucht auf jeden Fall eine Deckung. War ein bisschen ja schade um die Heldensicht. Vom Schade um die Ichi vor allem. Bewegt, das wäre ein bisschen besser gewesen. Mhm. Ja, dann hier. Weg mit der Valkyrie da. Aber wie gesagt, die ganzen Zwischenbosse sind die letzten Gegner. Und jetzt hatten wir, wie gesagt, auch den Kampf, wo alle Gegner kommen. So, fast eine halbe Stunde Folge. Der Typ bin schuld, den ignoriert einfach. Das war auch keine Valkyrie, das war auch schon die Königin. Königin der Nacht. So. Und dann noch die 4 da oben. Mhm. Ja, die trifft mich. Fuck. Oh, als ob. Wird schwierig, wie viele Runden haben wir noch? 10. Die Runden sind nicht das Problem. Okay, welcher Gegner ist das große Problem hier? Die Piranha-Pflanze. Na und El Calavera, der nervt auch, aber. Ja, eigentlich schießen alle. Das geringste Problem ist halt Waluigi. Mhm.
Der Geist. Nee, ich will auf jeden Fall nicht durch den Geist laufen. Verständlich. Der ganze Absturz passierte echt erst am Ende. Wie immer. Einfach nur Luigi ungünstig geboardet und dann bewegen dich die Pimmel nicht. Und. Ja, stimmt, das war einfach ja, die ganze Heldensicht einfach. Sah aber lustig aus, wie Luigi so in der Mitte stand und einfach vier Gegner von allen Seiten. Ja, nee, der Geister bringt mich, glaube ich, bringt einen immer noch um. Dann Gegner, dann kommt der Pflanze, das noch stellt mich hier hin. In der Hoffnung, dass die mich nicht treffen. Also, ich hätte noch zwei gefährliche Gegner. Ich frage, ob die Roten überhaupt ausreichen, wenn wir ganz oft jetzt auf Gegner ballern müssen. Ah, er kommt runter, stimmt, das kann er ja auch machen. Okay. Ich muss ihn ein bisschen bewegen diesmal. Ich kann jetzt wieder in die halbe Deckung gehen. Mach ich es auch. Weil vielleicht steuern wir den weg. Den da oben. Wie gesagt, war Luigi da und macht noch kein Problem. Okay. Ich hoffe, die bewegen sich so ein bisschen jetzt mal. Ach, wobei, ich hoffe, wir machen die Hände nicht auf wahre Luigi. Das wäre ein bisschen doof. Komm her, genau, beweg du dich. Dankeschön. Kann zwar Luigi aber noch umrempeln. Ja, aber dann kommt die Geist, bringt mich nach oben und tötet mich die Gegner. Naja, oh stimmt. Na toll. Ja gut. Er würde jetzt eine Granate auf mich werfen, ich bin tot. Ich glaube, da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Wenn nur einer von beiden gestorben wäre, okay, aber jetzt sind halt beide einfach gestorben. Ja, komm, schmeiß eine Granate und töte mich. Na. Tja. Da werden wir den Erfolg wohl nicht im Let's Play sehen. Hät. Aber ja, ist nicht schwer. Man darf halt einfach nicht seine Konzentration verlieren. Es hat auch teilweise einfach so, ja, ist mir egal. Und es war halt, es war dann ein Untergang. Naja. In der nächsten Folge geht's in die nächste Herausforderung. Also ja. Juhu. Bis dann und ciao. Tschüss.